Ich bin Seahorse und hier kommen meine 10 Wege, dein Minecraft-Haus zu verbessern. Hallo ihr lieben Menschen und Seepferdchen. Mit diesen 10 Wegen kannst du aus einem gammeligen, simplen, langweiligen Standardhaus was super Tolles machen. Und wenn du dein nächstes Haus baust, solltest du natürlich von Anfang an diese 10 Regeln und Wege im Kopf haben, dann ist es gleich von Anfang an super toll. Wie bei allen Tipps, Tricks, Methoden, Techniken und so weiter sind das hier keine unumstößlichen Regeln. Es gibt immer mal Fälle, da helfen die nicht oder genau das Gegenteil ist besser und so weiter. Aber das sind eher die Grenzfälle. Generell solltet ihr mit diesen 10 Wegen die allermeisten Minecraft-Häuser deutlich verbessern können. Aber genug geschwafelt, jetzt sobald alle auf Gefällt mir gedrückt haben, können wir loslegen. Ich bleib jetzt so lange hier stehen, bis auch der Letzte auf Gefällt mir gedrückt hat. Ja, genau, dich meine ich. Okay, ja, dann können wir loslegen. Ich habe da oben mal so ein Beispielhaus hingestellt. Das ist super aufregend, ne? Ja, das machen wir jetzt besser. Das ist einfach eine gute Grundlage für das heutige Video. Dabei würde mich übrigens interessieren, wie viele von euch bauen tatsächlich solche Häuser oder haben solche Häuser in ihrer Welt stehen? Und wie viele Hammer solche Häuser gebaut sind inzwischen weiter und den ganzen Kram, den möchte ich gerne von euch wissen, einfach aus Interesse, kein Scham oder so. Wenn man solche Häuser baut, ist das vollkommen okay, aber man kann sie eben auch verbessern. Und dann fangen wir auch mal an, aber zuerst habe ich noch einen kleinen Bonustipp für euch und zwar ein Ein-Block-Center, das ist eben was man mehr vorher beachten sollte, bevor man das ausbaut, darum ist es hier ein Bonustipp. Ein Ein-Block-Center macht vieles einfacher, ein Zwei-Block-Center macht vieles komplizierter. Zwei-Block-Mitte ist oft ärgerlich, ein Block-Mitte so gut wie nie. Darum, wenn ihr keinen klaren Grund habt, zwei Blöcke in der Mitte zu haben, habt ein Block in der Mitte. Gut, aber jetzt mal zu den richtigen Tipps, Tricks, Wegen und so weiter. Nummer 1, Muster vermeiden. Mit Muster meine ich nicht sowas wie die Balken hier. Das ist schon okay so, das ist gerade bei diesem Stil und so, die sind halt oft so. Also die könnt ihr ruhig so lassen. Was ich hier meine als Beispiel sind die Fenster. Ich habe hier in diesen Elementen überall zwei Fenster nebeneinander gesetzt. Hier sind es nur drei Elemente, weil hier die Tür drin ist und hier haben wir andere Maße. Aber ja, das sind so Wiederholungen. Darum geht es eben. Darum würde ich hier einfach mal ruhig hier das ein bisschen anders machen. Und zwar hier ein breites Fenster hinsetzen. Hier hinten haben wir dann eins mit zwei Fenstern. Eins können wir so lassen, ruhig. Und dann hier ein Fenster und vielleicht hier zu oder so. Wir müssen nicht alles so mit Fenstern zuklatschen. Dasselbe können wir ruhig auch auf dieser Seite machen. Wir können zum Beispiel hier irgendwie aus irgendeinem Grund so ein Fenster hinpacken. Was auch immer das hier für einen Sinn macht. Das macht jetzt nicht unbedingt Sinn. Aber wir können ein Fenster weglassen. Wir können hiervon auch ein Fenster weglassen. Das mache ich aber lieber auf dieser Seite. Und ja, schon haben wir einfach ein bisschen mehr Variation drin, dass nicht jede Hausseite genau gleich aussieht und auch auf einer Hausseite nicht diese beiden Elemente genau gleich aussehen. Dabei habe ich noch einen Bonustipp für euch und zwar die Tür. Ich sehe ganz oft, dass die Leute die mittig bauen, dann zum Beispiel hier die Tür rein oder so. Bitte tut das nicht. Solche Häuser haben die Türen nicht auf einer Seite irgendwie in der Mitte. Die sind fast immer in irgendwelchen Ecken. Das macht erstmal so am meisten Sinn, dann ist die Tür in der Ecke und der Vorraum ist auch irgendwo in der Ecke. Und es ist auch optisch irgendwie schöner, wenn die Tür so ein bisschen am Rand sind. Ausnahme dabei ist natürlich so ein Rathaus oder eine Kirche oder so ein episches Gebäude. Da will man einen großen Eingang in der Mitte, aber bei so den meisten Häusern, Wohnhäusern, Fabriken, was auch immer, lieber irgendwo am Rand in der Ecke. Gut, aber dann machen wir jetzt Nummer 2. Nicht ebenerdig bauen, bitte. Natürlich, wenn ihr so ein Haus gebaut habt, dann ist es im Zweifelsfall schon ebenerdig. Aber dann könnt ihr zum Beispiel hier einfach ein bisschen was von dem Gelände wegnehmen. Es geht dabei hauptsächlich um den Eingang einfach. Dann korrigieren wir das hier natürlich noch. Ich setze hier auch noch so ein paar Steintreppen einfach davor. Dann ist der Eingang ein Block höher, also entweder ein Block höher oder ein Block tiefer. Ist immer gut. Ich finde es einfach immer komisch, wenn ich bei Minecraft in so ein Haus komme und keinen Schritt rauf oder runter mache. Wenn einfach hier der Grasboden oder der Wegboden draußen zum Beispiel direkt in den Innenboden übergeht und so eine kleine Blockhöheunterschied macht da einfach schon viel aus vom Gefühl her. Und schon kommen wir zu Nummer 3 und das ist Tiefe. Dieses Haus hier, die Wände sind alle absolut flach, seht ihr, ne? Und da können wir mit einigen Tricks arbeiten, um Tiefe reinzubringen. Was ich ganz oft sehe, was Leute machen, ist diese Balken hier zum Beispiel einfach ein weiter nach vorne setzen. Das kann man machen, das kommt auf das Haus an. Ich will es hier gerade nicht so machen. Von daher lasse ich die hier in der Wand. Wir können definitiv das Dach
ja, an den Seiten einen weiter nach unten und dementsprechend auch nach außen bringen. Dann haben wir hier einen Überhang und das können wir auch vorne und hinten machen, also an diesen A-Seiten. Viele machen gerade bei Dächern gerne so, das mache ich auch oft, aber in letzter Zeit lasse ich das lieber mit diesem Kopf überstufen und gucke dann, dass ich diesen Bereich irgendwie für ein paar Stützen nutze oder so. Das ist jetzt nicht unbedingt Teil von der Tiefe, aber das wollte ich nur so am Rand erwähnen, nochmal als Bonustipp. Ich glaube, würde ich die ganzen Bonustipps hier mitzählen, dann wären es irgendwie 30 Wege, dein Haus zu verbessern, aber ich lasse die mal als Bonustipps. Noch ein Weg für Tiefe ist sowas hier. Man muss hier nicht unbedingt Glasblöcke nehmen, man kann auch Glasscheiben nehmen. Ich würde da übrigens nicht unbedingt die Transparenten nehmen. Mir gefallen die nicht. Ich mag das nicht. Ich nehme dann eher sowas. Wenn ich keine Farbe drin habe, nehme ich grau oder hellgrau. Aber so kriegen die Fenster automatisch auch ein bisschen Tiefe. Man muss hier natürlich auch nicht unbedingt Glas nehmen. Man kann hier Glasscheiben nehmen. Man kann hier aber auch ganz was anderes nehmen. Gerüstblöcke sind zum Beispiel auch sehr schön. Dann hat man hier keine Tiefe drin. Das muss man dann anders lösen. Aber da gibt es haufenweise Tricks. Die Tür hier übrigens, die ist hier so platziert. Das machen wir auch nicht. Die platzieren wir dann eher so. Und dann ist die auch ein Block tiefer. Dann haben wir hier ein bisschen Tiefe. Wir könnten hier drüber auch noch Treppen machen. Dann hat der Eingang insgesamt hier so einen leichten Plus nach hinten. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Dann sollten wir das hier aber zu Steinblöcken machen, wenn wir die Türen so platzieren. Diese Treppen können wir natürlich auch bei den Fenstern machen. Machen auch viele, mache ich nicht so gerne. Geschmackssache am Ende. Hier gibt es dann auch noch andere Wege, Tiefe reinzubringen, die ich euch heute noch zeigen werde. Die werden wir aber bei einem anderen Punkt mit abarbeiten. Da ist die Tiefe dann so ein Nebeneffekt. Nummer 4, das sind dann verschiedene Materialien. Dieses ganze Haus ist abgesehen von Dach und von den Stämmen nur aus diesen Steinziegeln. Und ja, wir können hier dann zum Beispiel einfach mal irgendwie Fichte oder das kann auch was anderes sein. Das kann auch Eiche sein. Ich nehme jetzt einfach Fichte, weil ich gerade Lust habe, hier die entrinneten Fichtenstämme zu benutzen. Aber hauptsächlich geht es dann darum, dass hier ein bisschen ein anderes Material einfach mal verbaut ist und nicht alles nur aus Steinziegeln alle Wände. Je nachdem, was ihr hier für ein Haus gebaut habt, könnt ihr auch einige von diesen Wänden ruhig nehmen. Zum Beispiel sagen hier, diese Wand, die wird aus Fichte. Das mache ich hier jetzt mal nicht. Ich lasse die aus Stein ziegeln. Aber je nachdem, was für ein Haus man hat, kann man das eben auch gut machen. Was wir aber noch machen können, ist diesem Haus hier so ein kleines Fundament geben. Das heißt einfach die unterste Blockreihe zum Beispiel mit Cobblestone ersetzen. Und schon sieht unser Haus ein bisschen interessanter aus. Einfach mit den verschiedenen Blockarten, den verschiedenen Blöcken, die in der Wand verbaut sind. Den verschiedenen Materialien. Und schon sind wir bei Tipp 5 und das ist mehr bauen. Ja, so simpel ist es. Einfach anbauen, meine ich damit. Und da gebe ich dem Haus hinten einfach mal noch so einen Anbau, dass das Ganze so ein bisschen eine L-Form kriegt. Dabei benutze ich zwar dasselbe Fundament aus dem Bruchstein, darüber allerdings Schlammziegel wieder, damit wir ein bisschen mehr Blockvielfalt haben. Und das Ganze ist ein bisschen tiefer. Das ist wieder diese Mustervermeidung und Vermeidung von Wiederholung. Dann setze ich an die eine Ecke noch so einen dicken Turm. Ja, es macht das Ganze ein bisschen burgartig. Vor allem wechselt das auch gerade in der Form so ein bisschen ab. Man kann den Turm natürlich auch deutlich kleiner machen. Dann ist es nur ein kleines Detail. Und ich packe vorne noch so einen kleinen einfachen Fichtenunterstand hin. Da kann dann irgendwie ein bisschen Holz lagern, was auch immer. Außerdem würde ich dann hier oben einfach mal irgendwo, man kann sich genau überlegen, wo, ich packe jetzt einfach an irgendeiner zufälligen Stelle einen kleinen Kamin hinmachen, den lasse ich jetzt auch erstmal so einfach. Das unterbricht das Dach auch immer so ein bisschen, gerade so ein Dach wird schnell langweilig. Kann hier übrigens auch öfter mal, ja vielleicht nicht hier, vielleicht eher hier, noch ein Dachfenster einbauen, wenn man das will. Das mache ich von innen dann auch einfach mal so. Ich habe hier überall die grauen Glasscheiben der Einfachheit verwendet. Normal könnte man hier natürlich auch andere Fensterdesigns verwenden. Hier habe ich tatsächlich Fichtenholzzäune benutzt in dem Turm. Also sowas wie Dachfenster könnte man zur Mustervermeidung zählen, könnte man zum Anbauen zählen. Ein bisschen überschneidet sich das alles, ne? Die Hälfte haben wir durch und da ist es für mich höchste Zeit, nach Abos zu betteln. Ich baue viel, ich liebe das Bauen, ich baue groß, ich baue ständig. Ich habe einige solcher tollen Tipps und Tricks Videos in Planung und sonst habe ich meine Let's Play Videos und Streams, in denen ich auch immer viel Wert aufs Bauen lege. Also wenn das gut für dich klingt, lass gerne ein Abo da. Und mit der Glocke verpasst du auch nichts. Okay, wir machen weiter mit Nummer 6. Textur und Schatten.
Genau genommen sind Textur und Schattierung zwei getrennte Sachen, aber ich habe sie hier zusammengefasst, weil ich auf die 10 kommen wollte. Ich will hier jetzt mit diesem Video heute nicht zu wild werden, darum halten wir es ein bisschen einfacher, als ich sonst gerne mache. Aber das, worum es geht, sind diese großen Flächen oder auch hier so etwas größere Flächen, die nur aus einem Block bestehen. Das wird schnell auch sehr langweilig. Darum mische ich hier zwischen den Cobblestone einfach mal so ein bisschen, wenn ihr seht. Und das Ganze auch in so ein paar Ansammlungen, nicht als einzelne Blöcke. Ich sehe ganz oft, dass Leute so machen, dann einzelne Blöcke drin haben. Das kann gut gehen, kann aber auch manchmal echt stören. Darum mein Tipp, immer gucken, dass ihr so ein paar kleine Ansammlungen von ein paar Blöcken hier unterbringt, wenn ihr Blöcke mit irgendwas ersetzt. Also bei dem Bruchstein habe ich jetzt einfach ein bisschen Andesit zwischengemischt und bei den Steinziegeln mache ich dasselbe mit Stein. Ganz normalem Stein, der hat so denselben Farbton im Grunde, aber ja, er macht das Ganze in der Textur mit diesen Rissen so ein bisschen, bringt so ein bisschen Abwechslung rein. Darum geht es bei dem Ganzen. Gerade bei so Steinmauern kann man übrigens sehr gut einfach immer mal so zwei Blöcke nebeneinander platzieren. Und ja, das gibt so ein bisschen mehr diesen dicken Mauerstein-Look, wenn man den will. Ist das super. Die Schlammziegel hier mische ich auch einfach mit ein bisschen Schlamm durch. Da übrigens ein kleiner Pro-Tipp, Pilzblöcke. Die braunen Pilzblöcke, die sind auch zwischen Schlamm sehr gut. Die haben so ziemlich genau dieselbe Färbung, aber sind halt deutlich glatter. Bei den Fichtenstämmen können wir ganz einfach so ein paar Fichtenbretter dazwischen mischen. Das macht die ein bisschen kaputter. Gerade die Bretter dazwischen, das wirkt dann gerne so ein bisschen kaputter. Das finde ich aber auch immer ganz schön. Der Faulheit wegen würde ich das Dach hier mal aussparen, aber da kann man auch schöne Sachen mitmachen. Gerade beim Dach, na gut, ein bisschen was machen war. Ich schnapp mir einfach mal die beiden Sachen. Man kann so ein Dach immer so ein bisschen zerstören, wenn das der Look ist, den man haben will, ne? Dann kann man das super machen. Also wenn man das nicht will, dann sollte man das lassen. Aber man kann einfach immer mal so ein paar Blöcke dazwischen packen. Oder Stufen auch hier, wenn es gerade besser passt. Das kann man unabhängig von der Textur machen. Schattierungen haben wir hier jetzt noch gar nicht drin. Die können wir auch noch machen. Und da ist mein Ansatz immer der, ich habe diesen Grundblock oder diese Grundfarbe, das ist Stein. Und dann gucke ich einfach durch mein Creative Inventar, auch wenn ich es im Survival baue, gucke ich einfach mal durch mein Creative Inventar, was da etwas dunkler ist. Tuff ist zum Beispiel immer gut bei Stein, die verschiedenen Tuff-Sachen, da kann ich auch gleich mal die Ziegel einfach mitnehmen. Die Akazie, auch wenn man nicht so damit rechnet, ist auch immer gut für sowas. Und dann könnten wir einfach mal hier in die dunkelsten Ecken gehen. Also da, wo quasi der Schatten drauf fallen würde und uns dann hier so ein bisschen mit runterarbeiten. Hallo Biene, wie geht's dir? Ich ersetze hier vielleicht auch die Steinziegel mit Tuffziegeln. Ne, das wird zu dunkel. Die müssen dann eher noch über den Akazien. Ich will hier nicht zu dunkel werden mit dieser Schattierung. Einfach, weil wir hier nicht so viel Platz haben, ne? Hier unter diesem Überhang oder hinter diesem Vordach, da können wir tatsächlich relativ viel dunkel machen. Das ist halt eine dunkle Ecke hier, ne? Und der Trick dabei ist einfach die dunkelste Stelle mit dem dunkelsten Block machen und dann sich drum arbeiten mit dem nächst dunkleren Block. Das ganze Thema ist natürlich irrsinnig umfangreich, wenn man da sehr tief drauf einsteigen will, aber das ist dann erstmal so der Ansatz dabei. Für die Fichte hatte ich jetzt leider keinen guten Block spontan parat. Hätte ich das besser vorbereitet, hätte ich das alles ja jetzt schon fertig. Aber ja, man könnte mal das hier versuchen. Ja doch, das kann man eigentlich ganz gut machen. Also die Mangrovenstämme sind besser als die grobe Erde hier. Die passt nicht so gut. Mangrovenstämme, ja, die sind doch ganz gut. Wir können das Ganze übrigens auch mit den Eichenstämmen machen. Das kommt ganz gut. Und ich würde hier auch weiter mit den Mangroven machen fast. Vielleicht tatsächlich aber noch so ein paar Schwarzeichenstämme. Ja, ich glaube tatsächlich, das kommt ziemlich gut. Also für die Stämme als absolut dunkelste Stelle Schwarzeichenstämme. Wir müssen hier tatsächlich auch nicht alle ersetzen. Es reicht, wenn wir hier so die, ich sag mal, die dunkelsten Stellen damit machen. Sonst haben wir so wenig Eiche noch zu sehen, ne? Hier haben wir die Schlammziegel und meistens passt da Fichte eigentlich ganz gut hin. Die Fichtenstämme gefallen mir hier aber doch besser, die entrindeten. Die machen nicht ganz so einen krassen Unterschied. Diese Ecken hier muss ich noch so ein bisschen abdunkeln.
Und dann haben wir es. Mehr würde ich hier an Schatten gar nicht unbedingt reinbringen. Man kann mal stärker, mal schwächer arbeiten. Das ist einfach, wie man es mag. Ne? Ich wollte hier nur so ein bisschen was reinbringen, damit ihr hier den Unterschied seht. Man kann da auch ganz tolle Sachen und bei Dächern mitmachen. Aber wie gesagt, das Dach, das spare ich heute ziemlich weit aus. Nummer 6 ist zerstören. Ich meine nicht, das ganze Haus zu zerstören, aber naja, so ein bisschen Schäden reinzubringen und so weiter. Oder das, was man hier hat, ja, im Grunde doch kaputt machen. Da kann man zum Beispiel hier an solchen Flächen einfach mal so ein bisschen Mauerzeug reinbringen, da wo es halt gerade passt. Man hat ja von den meisten oder von vielen Sachen auch tatsächlich Mauern. Das ist jetzt gerade hier unten so ein bisschen komisch. Aber hier an so höheren Stellen kann man das problemlos immer machen. Und das bringt einfach so ganz dezent nochmal so ein bisschen Tiefe mit rein. Außerdem können wir hier auch noch ruhig so ein bisschen Moos hochwachsen lassen. Das setze ich einfach mal hier an. Und da mache ich einfach mal so hier und hier Moos. Und dann kann man Bruchstein immer, den Mossy Cobblestone, gut mit dazwischen mischen. Und als am wenigsten bemooste Stelle dann nochmal so ein bisschen bemoosten Steinziegel. Ich nehme hier die befallenen. Das ist immer diese Creative-Krankheit, dass man dann sowas macht versehentlich. Aber ja, ein bisschen Tuff kann man manchmal an solche Stellen auch gut reinmischen. Hier würde ich das lassen, weil ich eben so viel in den Schatten benutzt habe. Darum kein Tuff an dieser Stelle. Aber man könnte es eben je nach Gebäude auch machen. Muss man immer so ein bisschen gucken, was einem gerade gut passt und was allgemein gut passt einfach. Und man kann übrigens gerade diese Schlammsachen auch immer ganz nett benutzen, um hier in so Steinwände die so ein bisschen zu flicken. So, wir flicken die hier, war es mal irgendwie kaputt und da machen wir dann so ein Flicken rein aus. In diesem Fall eben Schlamm. Das ist aber eher was, was man ein bisschen dezenter halten soll. Nur ein bisschen davon kann man eben auch mal schön reinbringen. Das bringt dann auch noch so ein bisschen Farbe tatsächlich rein. Also das sind auch wunderschöne Texturtechniken, Tricks und Schattierungen und was auch immer, die man alle anwenden kann, um eben solche Wände aufregender zu gestalten. Aber jetzt wird es richtig aufregend mit Nummer 8 und zwar den Details. Die Fenster sind immer ein guter Ansatz, falls man nicht weiß, wo man anfangen soll. Und ja, da packe ich einfach mal ein bisschen Laub drunter. Man kann auch, das sehe ich ganz oft machen, ganz viele solche Stufen und dann Blumenpötte drauf oder so als Fensterbänke. Ich mache das meistens tatsächlich mit Laub, ganz simpel. Und eine Falte drunter, wenn ich hier will. Ich habe hier übrigens so ein Bashi Leaves Resource Pack. Das habt ihr vielleicht nicht unbedingt, aber das ist hierbei nicht das, worauf es ankommt. Also das sieht auch gut aus, wenn eure Laubblöcke Blöcke sind und keine extra Sachen haben. Bei dem Turm lasse ich das mit dem Laub mal. Und hier unter diesem kleinen Vordach auch. Dann können wir noch so ein paar Fensterläden dran machen und ein paar kann man auch so ruhig komplett umgeklappt haben. Aber ich mache die meistens lieber so, dass die so halb offen stehen. Das macht es einfach ein bisschen interessanter, sage ich mal, wenn man hier irgendwie von außen ankommt und guckt, dann liegen die auch wieder nicht so flach auf der Mauer oder so. Bei solchen kleineren Fenstern kann man eigentlich immer ganz gut einfach eine Falltür drüber platzieren und einen Zaunter unter die Falltür. Das sieht dann so ein bisschen aus, als ob das Ding einfach so hochgestellt wurde. Unter den Dächern kann man immer wunderschön mit Stützen arbeiten und eine verbreitete Variante ist da zum Beispiel einfach sowas Stufen abwechselnd mit Falltüren. Mit Falltüren ist man da ein bisschen eingeschränkt, weil das eigentlich ja mit vielen Falltüren nicht so gut aussieht. Da hat man nicht ganz so viele Varianten. Ich mache es generell auch in letzter Zeit ganz gerne zum Beispiel so. Also ist ganz gut, da einige Sachen in seiner Trickkiste zu haben. Das hier ist eine davon. Ich mache überall Zauntore und dann jedes zweite Zauntor auf. So sehe ich auch ein bisschen mehr von dem Dachmaterial selbst, auch wenn ich direkt da drunter stehe. Das mache ich an all diesen Seiten. Und hier unter dem A kann man dann zum Beispiel sowas machen. Hier bei diesem Haus übrigens, bei diesem Hausteil, dem Anbau, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Da habe ich genau das gemacht, was ich gesagt hatte, was man nicht machen sollte. Das war Bonustipp 1 und zwar das 2-Block-Center, die 2-Block-Mitte. Bei so einem geraden A-Dach geht es von hier oben, wenn ich hier eben zwei Treppen an den Seiten benutze, aber das sieht dann auch von unten irgendwie wieder komisch aus und das hat tatsächlich nichts damit zu tun,
dass ich hier nicht nochmal solche Treppen drunter gesetzt habe. Das sah auch nicht so viel besser aus. Also da habe ich genau den Tipp nicht beherzigt, den ich euch als erstes gegeben habe und den ich eigentlich immer beherzige. Das ist ziemlich, ja, mir kann halt auch mal sowas passieren, ne? Wir können hier unter diesem kleinen Vorderunterstand noch einfach mal ein paar Stämme, vielleicht auch ein paar Lagerfeuer als kleinere Holzstücke hin platzieren. Dann ist das Ding auch gefüllt, den können wir wegmachen. Diese Turmfenster haben noch gar keine Sachen dran. Da packe ich auch einfach nochmal so Falltüren drüber. Und darunter vielleicht einfach Leitern. Ich will in diesem Turm kein Laub, warum auch immer. Hier packe ich dann einfach Leitern hin. Das kann man auch manchmal machen. Man kann allgemein mit Leitern so ein bisschen rumbasteln, die so ein bisschen random spammen. Das gibt immer so ein paar nette Details. Das sollte man nicht übertreiben, aber kann man hier und da mal machen, ne? Falls ihr wissen wollt, wie viele Details ihr machen solltet. Die Faustregel ist ein Drittel, wenn ihr wirklich eine Faustregel braucht. Normal würde ich sagen, guckt es euch an. Wenn es zu voll ist, nehmt ein bisschen was weg, wenn irgendwo was sich zu leer anfühlt. Hier zum Beispiel könnt ein bisschen was hin noch, ne? Dann packt irgendwas hin. Aber die Faustregel, die man sich merken kann, wenn man eine Faustregel braucht, ist ein Drittel. Ein Drittel der Fläche sollte mit Details bedeckt sein. Übrigens noch ein kleiner Bonustipp. Ihr seht hier, ich baue die ganze Zeit ohne Shader. Ich spiele tatsächlich auch meistens ohne Shader, weil ich meistens baue. Und mit Shader bauen ist, wie soll ich sagen? Shader sind schön, aber sie täuschen auch. Und wenn ihr denn so ein Ding hier mit Shader baut, so ein Haus, und dann den Shader ausschaltet oder irgendwer ohne Shader das sieht, denkt er, sieht nicht so gut aus. Wenn ihr das ohne Shader baut und dann irgendwie den Shader einschaltet, ist das ein dicker Wow-Effekt. Also sieht super toll aus, ne? Darum mein Tipp, baut zumindest ohne Shader, auch wenn ihr sonst gerne mit Shader spielt. Und jetzt kommen wir dann schon zu Nummer 9. Und Nummer 9 ist ganz krass. Das ist gar nichts mit dem Haus selbst. Es ist die Umgebung. Das Haus ist soweit schon ziemlich gut, aber die Umgebung hier, ja, ist halt so ein bisschen langweilige Umgebung. Darum würde ich euch empfehlen, euch wirklich mal ein bisschen Zeit zu nehmen und die Umgebung hier so ein bisschen anzupassen, um das Haus so ein bisschen schön hervorzuheben. Ich würde hier zum Beispiel, das kann man machen, einen Pfad hinmachen. Ich mache mir jetzt, wie gesagt, heute bei diesem ganzen Kram nicht so den Aufwand. Darum mache ich den Pfad jetzt einfach nur ganz stumpf aus Pfadblöcken. Ihr könnt hier, gerade wenn ihr so ein steileres Terrain habt, auch super mit ein bisschen Fels arbeiten, der hier so ein bisschen hochführt. Also da gibt es ganz viele Tricks, mit denen man die Umgebung hier sehr gut nutzen kann, um eben das Haus einfach so ein bisschen hervorzuheben. Ja, Terraforming ist natürlich seine eigene Thematik, ist schon klar. Aber man muss eben auch gar nicht unbedingt irrsinnig viel tun, um einfach das Haus hier so ein bisschen zu betonen. Hier ein paar Felsen und dann hier so ein paar Pfadblöcke einfach, die dann hier nochmal hinführen. Sind zum Beispiel eine gute Sache. Ich gehe davon aus, ihr habt sowieso einen Pfad zu eurem Haus, aber eben mit dieser Umgebung ist das schon mal gut. Ihr könnt auch ein paar Bäume bauen und ich baue hier den billigsten und schnellsten Baum, den ich irgendwie hinkriege, wenn ich Laub geschrieben kriege. Also ich mache hier einfach nur so einen Eichenzaun hin und ein paar Laubdinger außen dran. Ja, also auch dieser Baum bringt schon mal ein bisschen was rein, ne? Man muss es nicht übertreiben. Das könnt ihr so viel oder so wenig machen, wie euch danach ist, aber ein bisschen was würde ich trotzdem auf jeden Fall machen. Wie gesagt, wenn so ein Haus in einer schönen Ecke steht, wenn die ganze Ecke hier schön ist, wirkt sich das auch auf das Haus aus. Und dann kommen wir zu Tipp Nummer 10. Und eigentlich ist der Einrichten. Hier, dass es nicht alles so aussieht oder so und auch mehr als ein Bett und eine Werkbank ist oder so. Aber, ja, ich bin auch so ein Vogel. Ich drücke mich vom Einrichten, wo ich es kann. Und die Hälfte meiner Häuser sind nicht eingerichtet. Darum ist Tipp Nummer nicht 10, verhindert, dass jemand ins Haus gucken kann. Ein klassischer Trick ist zum Beispiel einfach hier vor die Fenster von innen Beton hinzupacken. Wenn man da von außen guckt, sieht man nur schwarz. Ein Trick, den ich von einer ganzen Weile schon mal gelernt habe und den ich sehr, sehr toll finde, ist allerdings ein bisschen teurer von der Umsetzung her im Spiel, ist folgender. Ihr nehmt getöntes Glas hinter die Fenster
und packt dann um das getönte Glas rum überall Froschlichter. Es hat einen wunderschönen Effekt. Erstens ist die Farbe so ein bisschen wohnlicher. Also das sieht auch so aus, als ob da drin so ein bisschen was los ist. So eine Wohnungsbeleuchtung oder so ist, ne? Ich habe hier die Ockerfroschlichter genommen. Das ist das mit der Farbe. Wenn ihr was Magisches wollt, nehmt ein anderes Licht oder so. Dann nehmt die Lilanen. Hat auch noch mal ein bisschen Tiefe, weil wir, wie gesagt, erst das getönte Glas dahinter haben. Und es strahlt nicht so nach außen. Natürlich kann man die Froschlichter hier direkt hinter die Fenster packen. Aber wenn ich dann jetzt mal die Zeit auf Mitternacht stelle, dann seht ihr, wie stark das hier doch leuchtet. Ja, hier leuchtet es jetzt durch wegen der Mauern. Wenn ich die Mauern jetzt einfach mal mit Blöcken ersetze, dann wird es hier auch ein bisschen dunkler. Also es sieht beleuchtet aus, aber es macht nicht wirklich alles so hell hier draußen, während das hier alles jetzt hell hier draußen macht. Wenn das ist, was ihr wollt, dass es wirklich die Umgebung erhellt, die Fenster, dann macht das nur mit den Froschlichtern. Ist das okay? Ich mache es halt lieber so. Ich will die Beleuchtung hier draußen gerne anders regeln. Wie ihr das dann am Ende konkret macht, ist natürlich völlig euch überlassen. Es ist nur gut, sich da eben Gedanken drum zu machen. Was sehen die Leute, wenn sie ankommen? Das kann die Einrichtung sein. Kann sein, die gehen hier rein, ist die Einrichtung. Kann auch sein, die Tür geht hier gar nicht auf. Kann auch sein, dass ihr die Tür hier so gefaked habt und da gar keine wirkliche Tür ist. Aber dann gucken sie eben durch die Fenster und sehen, dass das Haus nicht eingerichtet ist. Das ist aber, wie gesagt, welche Methode ihr da anwendet, kommt darauf an, was ihr wollt. Und das waren sie schon, meine 10 Wege, dein Minecraft-Haus zu verbessern. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es hilft dir. Für die meisten wird hier nicht jeder von diesen Wegen was Neues sein. Einiges machen viele schon, anderes aber vielleicht auch nicht. Darum ist mit Sicherheit für jeden irgendwas Nützliches dabei. Und was das ist, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und falls ihr was habt, irgendwie ein Haus, was ihr so aufbessert, schickt mir liebend gerne Vorher-Nachher-Bilder in den CEOs-Discord zu. Der Link ist in der Beschreibung. Ja, gut, also vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Like da. Wenn du neu hier bist, auch gerne ein Abo. Vielen, vielen Dank an die Kanalmitglieder. Und bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt, wie gesagt, ein paar von diesen Tipps und Tricks-Videos machen. Ansonsten immer die ganzen Let's Play-Sachen gehen weiter.